Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und in der heutigen Zeit bekommen wir ja jeden Tag hunderte von Tipps mit auf den Weg. Und ja, wenn man es vielleicht so am Anfang steht, dann ist es oft so der Punkt, dass man gar nicht mehr weiß, was für einen Tipp soll man denn jetzt eigentlich annehmen. Zumindest ist es mir am Anfang so gegangen. Und deswegen habe ich mir heute aus dem hohen Norden Unterstützung geholt und habe den absoluten Online-Marketing-Experten Martin Christoffersen eingeladen und sage herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich sage danke für deine Zeit. Und ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer ist denn der Martin? Ja, natürlich. So, also Grüße aus Stockholm und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich denke, dass diese Episode ein wenig anders wird als die normalen, weil alle Gäste sehr erfolgreiche digitale Marketing-Experts sind. Obwohl ich für große schwedische Marken gearbeitet habe, eine formale Ausbildung in E-Commerce-Management und viele Zertifikate besitze, bestanden meine ersten Jahre in Digital Marketing darin, jeden Shortcut auszuprobieren und ein erfolgreiches Marketinggeschäft aufzubauen. Und ich bin auf dem Weg oft gescheitert. So, kurz gesagt, von 6 Jahren arbeitete ich für die schwedische Polizei in dem Personalwesen und langweilte mich zu Tode durch die Monotonie. Also suchte ich nach Wegen, um extra Geld mit digitalen Geschäft zu verdienen. So, ich merke schnell, dass ich keine Ahnung hatte, was ich tat, aber ich hatte Spaß daran zu lernen, wie alles funktioniert, und es war das erste Mal, dass ich Geld verdiene und gleichzeitig Spaß hatte. So, ich entschied mich, meine Karriere zu wechseln, absolvierte viele Praktika, baute einige Websites, lernte JavaScript und erstellte ein ziemlich cooles Portfolio. Und ich arbeite jetzt als Berater in einem Büro. Jetzt, dass ich Deutsch gelernt habe, plane ich, einen Job zu finden und in die Schweiz zu ziehen. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu scheitern, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass meine Fehler mir geholfen haben, zu wachsen, und ich möchte anderen helfen, nicht dieselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Mega cool. Also danke immer für deine Vorstellung. Und man merkt so an deiner Story, ja, also ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn Menschen uns mitnehmen, wie sie zu ihrem Thema gefunden haben. Weil es nicht so eine gerade Linie ist, sondern wir dürfen ganz, ganz viele Dinge ausprobieren, ganz oft scheitern, wie du jetzt auch gesagt hast dazu, bis dass wir wirklich dann auch das finden, das, was wir wirklich gerne tun, was unsere Leidenschaft ist, was wir mit Passion machen. Und das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr fein. Also danke für den Einblick. Und ja, du hast uns ja heute 10 Tipps mitgebracht, ja, an die, was man sich halten kann. Wir haben ja bei der Einleitung, habe ich ja schon davon gesprochen, eben, dass wir ganz, ganz viele Tipps bekommen, und du hast das jetzt mal auf die 10 Tipps heruntergebrochen. Und ja, nimm uns gerne mal mit, was sind denn deine 10 Tipps für erfolgreiches Online-Business? Ja, natürlich. So, mein erster Tipp ist mein Lieblingstipp, mein sehr ganzes. Also, warum 95 der amischen Unternehmen erfolgreich sind. Weil es gibt ein wirklich interessantes Buch von Erich Westner, das erklärt, warum 95 der amerikanischen amischen Unternehmen nach 5 Jahren noch geöffnet sind. Mhm. Sie setzen langfristige Ziele, arbeiten mit starken Werten und konzentrieren sich auf die Schaffung großartiger Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden. Sie bleiben auch bei dem, was sie kennen. Ein Amish würde niemals Handys oder Mikroskope verkaufen. In ähnlicher Weise empfehle ich den Zuhörern, mit dem zu arbeiten, wie sie bereits gerne lernen oder an einem Thema zu arbeiten, in dem sie bereits gut sind. Ja, also mega, mega cooler Tipp. Es ist ja, ich finde ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir am Anfang
wenn wir ein Business starten, dass wir wirklich einmal in uns selbst reinschauen. Also was sind unsere Fähigkeiten? Ja, was können wir gut? Genauso wie du jetzt gerade gesagt hast. Und dann können wir von dem Tipp ganz was Gutes daraus lernen und eben das Thema Werte wieder ein bisschen größer zu machen und eben seine eigenen Werte zu leben und gute Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten möchten und arbeiten werden in Zukunft. Ja, genau, weil ich habe meine erste Unternehmen war Beard Grooming Kits und Soundproofing und Water Drones. Ich habe gehört, oh, das ist sehr gut Schlüsselworte, aber ich habe keine Ahnung, was ich habe gemacht. So, das ist, warum ich denke, das habe ich noch einmal gescheitert am Anfang. Und das ist, warum ich habe Punkt Nummer 2. Schnell und kostengünstig zu scheitern. Natürlich ist es schwierig, aber mehr als 90% der Menschen, die etwas Neues beginnen in Digital Marketing, scheitern. Versuchen Sie schnell und kostengünstig zu scheitern, aus Ihren Fehlern zu lernen. Meine ersten Projekte waren nicht so erfolgreich, wie ich gehofft hatte, aber ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt. Die Erfahrungen, die ich bei diesen Projekten gesammelt habe, halfen mir, einzigartige Einblicke zu gewinnen und mehr Wissen zu erlangen als einige Experten in meinem Bereich. Was denkst du, Andreas? Ja, also wirklich sehr, sehr wertvoll. Und da kann ich so einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen, weil du sagst, schnell und kostengünstig. Also ich habe es nicht ganz so gemacht, sondern ich habe so mein erstes Produkt, was ich online herausgebracht habe, war dann Online-Kurs mit ganz, ganz vielen Videos. Ich habe sogar letztes Mal wieder reingeschaut. Es waren 105 Videos, was ich aufgenommen habe. Habe ganz viel Zeit und Energie und auch natürlich Geld investiert bin dann aber auch gescheitert, ja, weil ich mich nicht richtig positioniert habe. Ja, also das war so der Start, warum dass ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt habe und dann zum Experten geworden bin. Und das ist genauso der Punkt, den was ich auch gerne immer mitgebe. Versuche, ein Thema herauszuarbeiten und dann nicht irgendwie ein umfangreiches Produkt zu kreieren, sondern wirklich es herunterzubrechen. Wie kann ich es am minimalen Aufwand, aber trotzdem auch gute Ergebnisse schaffen? Ist es dann im Coaching-Bereich zum Beispiel, dass man ein 1:1 Coaching anbietet, weil man das nicht vorproduzieren muss, sondern man teilt einfach das Wissen, das was man sich selbst auch schon gesammelt hat. Ja. Also ein mega cooler Tipp. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich habe verloren, weil ich habe keine Ahnung, was ich mache. So. Und das ist, warum ich auch rekommendiere, Tipp Nummer 3. Meister des Google Fool. Wenn es um Programmierung oder digitales Marketing geht, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man entwickeln kann, die Fähigkeit, Antworten auf seine Fragen zu finden. Einige Programmierer in Schweden nennen diese Fähigkeiten Google Fool. Und es ist etwas, das du lernen musst, wenn du erfolgreich sein möchtest. Senior Programmierer und digitale Vermarkter verlassen sich oft mehr als 100 Mal auf Tag auf Google, wenn sie etwas Neuem arbeiten. So wichtig ist diese Fähigkeit. Ja, definitiv. Also den Ausdruck Google Fond habe ich jetzt noch nicht gehört, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich verstehe natürlich schon, also der Tipp ist natürlich ganz, ganz gut, dass man ja die Antworten auf die Fragen der Zielgruppe auch findet und dann auch natürlich auch die richtigen Lösungen anbieten kann. Finde ich sehr, sehr gut, ja. Ja. Cool. Habe ich heute wieder was dazugelernt. Ich habe sehr viel über das. In meinem Job muss ich ich glaube 30% mein Job, wenn ich programmiere oder wenn ich arbeite mit, wie sagt man, Digital Marketing, sitze ich nur mit Google und frage verschiedene Sachen. Ja, ja. So, das ist genau was, warum das ist sehr wichtig. So, ich habe Frage Nummer 4.
Oder Punkt Nummer 4. Tun es nicht allein. Das ist eine großartige Möglichkeit, Ihre digitalen Marketingfähigkeiten zu verbessern. Besteht darin, sich mit anderen Fachleuten in der Branche zu vernetzen. Sie können an Meetups teilnehmen oder Facebook-Gruppen in der Schweiz betreiben, wo Menschen immer auf der Suche nach Partnern sind, um an Projekten zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, ich coache derzeit einen jungen Mann, der digitales Marketing studiert und auf der anderen Seite des Landes lebt. Er schickt mir einmal pro Woche ein Uber Eats als Zahlung und ich beantworte alle seine Fragen, während ich mein Lieblingsessen genieße. Es ist ein Win-Win-Situation. Also sorgt euch nicht, euch mit Experten in der Branche zu vernetzen. Es muss euch nichts kosten. Definitiv. Genau, weil ich habe sehr viel bezahlt für die Experten, alle diese Tipps gekauft. Aber ob ich kann diese zum Beispiel sehr gut Google Food, dann muss ich nicht alle diese Experten-Tipps kaufen, denke ich. Ja, also ich finde es total wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat und wirklich sich mit anderen vernetzt und auch verbindet und gemeinsam Projekte startet. So wie wir beide ja jetzt gerade, wir haben uns ja auch vernetzt und haben dann gesagt, hey, da machen wir jetzt mal einen coolen Podcast daraus. Und genauso kann es ja auch ums Thema Wissen gehen. Natürlich ist es immer, wenn man natürlich einen Experten hinzufügt, ja, dann kann man natürlich auch die sogenannte Abkürzung gehen, weil der Experte, wenn möglich, natürlich auch die Schritte vorher schon gegangen ist, die, was du gehen möchtest. Und dann kann man natürlich auch was dafür bezahlen, weil man bekommt es natürlich auch vielfältig natürlich wieder zurück. Ja. Aber finde ich sehr, sehr gut. Definitiv ein starkes Netzwerk zu haben, ist ein riesengroßer Vorteil. Genau, und das ist ein bisschen, mein nächster Punkt ist genau wie, ein bisschen wie Punkt 4. Kaufe keine Kurse. Kauft keine Kurse und geht nicht aber unbedingt zur Uni, um eine erfolgreiche Karriere im digitalen Marketing aufzubauen oder ein erfolgreiches Online-Geschäft zu gründen. Warum? Weil alles ist kostenlos auf YouTube oder auf großartigen Podcasts wie diesem hier. Wenn du nur 20 Minuten am Tag für 4 Monate Podcast hörst, wirst du tatsächlich mehr wissen als fast jeder mit einem 2-jährigen Abschluss. Ja, da gibt's, ich sagte immer gerne, es gibt 2 Arten vom Schlausein, ja, also vom Gescheitsein, sondern das ist der eine ist halt schulschlau und der andere ist straßenschlau. Der eine weiß halt die Theorie genau herunterzubrechen und der andere kann dich halt in die Umsetzung bringen. Und das ist, finde ich, immer total wichtig, dass man sich nicht bremsen lässt, um irgendwie einen Abschluss zu machen und dann aber gar nicht in die Umsetzung kommt, weil es viel, viel wichtiger ist, mal rauszugehen, mal die ersten Schritte zu tun und wirklich, ja, beim Tun zu lernen, ja, also eben immer zu sehen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt, dann merke ich, okay, dort ist die gewisse Herausforderung und genau für diese Herausforderung suche ich mir dann eine Lösung. Ob das jetzt auf YouTube ist, weil ich mir irgendwie ein Video ansehe oder meinen Podcast anhöre oder ob ich mir irgendwo einen Coach suche, der was mir das genau zeigt. Aber wenn ich jetzt nicht losgehe, dann weiß ich ja überhaupt nicht, wo habe ich denn überhaupt meine Herausforderungen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass du den Tipp genannt hast. Ja, danke, weil ich habe auch die 2 Jahre E-Commerce Management studiert. Aber ich denke, vor 4 oder 6 Monate Podcast hörst, dann denke ich, ich kann fast alles in meine offizielle Ausbildung. So das ist, warum ich habe das Tipp geschrieben. So, nächster Tipp ist Nummer 6. Weiter testen und anpassen.
Beim Start eines Online-Geschäfts sind Tests und Data-Analyse von entscheidender Bedeutung. Viele Annahmen über den Markt müssen möglicherweise geändert werden, wenn mehr Daten gesammelt werden. Nimm die Einstellung an, dass du bereit bist, falsch zu liegen. Erfolgreiche digitale Vermarkter und IT-Profis haben eine gemeinsame Eigenschaft. Sie sind demütig und bereit, ihre Fehler zuzugeben, damit sie lernen und ihre Herangehensweise anpassen können, um in die richtige Richtung zu gehen. Mm-mm. Ja, also definitiv. Und das schließe ich jetzt so an meine Aussage von vorher ein bisschen an. Eben, dass man wirklich ins Tun kommt, ja, ins Tun kommt und dann auf dem Weg natürlich auch das eine oder andere Mal scheitert, aus dem natürlich auch zu lernen. Und das ist ja das Schöne, wenn man in die Umsetzung kommt und dabei lernt, ist es viel, viel besser und das Learning ist viel, viel besser, als wie wenn ich jetzt irgendwie ein Buch aufschlage und die Theorie in mich aufsauge, weil ich ja dann gar nicht weiß, okay, wie reagiere ich in gewissen Situationen, und deswegen finde ich es ganz, ganz gut, dass du das sagst, dass man halt eben auch in die Umsetzung kommt und dann natürlich auch aus seinen Fehlern lernen darf. Ja, jetzt denke ich auch, weil ich habe immer gesehen, dass die besten Digital Marketers sind sehr demütig. Das ist ganz normal. In Schweden habe ich und in IT. So, ich habe mein nächster Punkt, Punkt 7 ist, beantworten Sie die folgende Frage. Wenn Sie ein Online-Unternehmen gründest, ist es wichtig, dass du die folgende Fragen beantworten kannst. Ansonsten werden die Schwierigkeiten haben, mit Investoren, Kunden und Kollegen zu kommunizieren. Die erste ist einfach, was sind die Unique Selling Points? Auf Deutsch ist das besonderen Verkaufsgründe Ihres Produkts. Die nächste ist, wer genau ist deine Zielgruppe? Was sind die Schwachstellen deiner Konkurrenten? Was kannst du besser machen? Was ist der Zweck deine Website und was sollen die Besucher dort tun? Warum sollen die Menschen deinem Markt vertrauen und warum sollen sie bleiben? Es sollte von Anfang an klar sein, was du anbietest. Und die letzte, hast du klare Ziele formuliert und welche Werte vertritt dein Unternehmen? So, alle diese Fragen sind ganz einfach, aber ich habe viel, viel mal gesehen, dass meine verschiedenen Kunden haben keine Ahnung. Und das sehr oft kann man sehen, dass das ist, warum man sehr oft hat Schwierigkeiten mit Kommunikationen. Was denkst du? Ja, definitiv. Also du sprichst mir aus der Seele, weil das sind genau die Punkte, was man ja in der Positionierung erarbeitet. Ja, also wirklich einmal zu darauf zu achten, ja, was braucht denn überhaupt die Zielgruppe? Ja, was haben die für Schwierigkeiten, für Herausforderungen und auch was habe ich für Werte und wie kann ich meine Persönlichkeit, die Herausforderungen von der Zielgruppe vereinen, um dann auch wirklich eine Positionierung herauszuarbeiten, die Alleinstellungsmerkmale hat. Ja, also wirklich ich sage immer so, ich gehe gar nicht in meiner Arbeit sehr, sehr stark auf das Thema, was macht die Konkurrenz ein, weil wenn du deine Werte lebst und wirklich erarbeitest und ganz genau auf deine Zielgruppe dein Angebot auslegst, dann wirst du sowieso einzigartig werden und wirst auch dein USP perfekt auf den Punkt bringen und so dich auch von deiner Konkurrenz automatisch abheben. Und das ist wirklich, ich sage immer dazu, das ist das Fundament für jedes Unternehmen. Wer sich diese Fragen stellt und diese Fragen auch beantworten kann und auch mit Klarheit nach draußen gehen kann, der hat ganz, ganz viele Punkte danach, die das viel, viel einfacher zu lösen sind. Ganz egal, was das jetzt ist, ob das jetzt der Online-Auftritt ist, ob das jetzt das Verkaufsgespräch ist, ob das jetzt das Kreieren der Webseite ist, wie auch immer, wird alles einfacher werden, wenn ich zuerst die Positionierung für mich geklärt habe.
Genau, für uns diese Fragen sind sehr natürlich, und aber für einen Anfänger, das ist nicht so klar, warum man muss immer man muss sehen, was ist die Zielgruppe und so weiter. Das, so, aber das muss man, diese Fragen muss man immer kennen. So, Punkt Nummer 8 ist: Schließe dich eine Agentur an. Ich habe ein paar meiner Freunde gefragt, wie auch in der digitalen Vermarktung angefangen haben, was sie tun würden, wenn sie von vorne anfangen müssten. Eine der ersten Empfehlungen war, sich eine Agentur auszuschließen. Es ist einfach die beste Schule, da man mit vielen Kunden und vielen verschiedenen Problemen konfrontiert wird. Ja, Was denkst du? definitiv. Ja, also das ist auch so ein Learning aus meiner Vergangenheit. Viele gehen immer von dem Thema Geld verdienen aus. Ja, also quasi, dass ich irgendwo starten, also irgendwo mal einen Job suchen muss, da wo ich Geld verdiene. Ja, aber viel, viel wichtiger ist es ja überhaupt, wenn man jung ist und man sucht sich so seine ersten Jobs. Dann ist es viel, viel wichtiger, einen Job zu finden, wo man daraus lernen kann. Ja, und genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Online-Marketing Fuß fassen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, sich eine Agentur zu suchen, die genau dort auch aktiv ist und dort eben auch den Job anzunehmen, damit ich dann lernen kann. Nicht nur primär, um Geld zu verdienen, sondern viel, viel mehr, dass ich halt das Wissen mir aneignen kann, das, was ich dann nachher dann in meinem Business natürlich auch verwenden kann. Mega cooler Tipp, ja. Ja, das denke ich auch. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich war ein Digital Marketing Manager auf Decathlon in Schweden. Und das ist sehr, sehr große Firma und so. Aber jeden Tag arbeite ich nur mit ein paar Problemen und jeden Tag die ganzen Probleme. Aber wenn ich in einer Agentur arbeite, dann muss ich immer neues Problemen lösen, und das ist eine viel, viel bessere Schule. So, hier habe ich Nummer 9 ist ein sehr, sehr cooles Tipp, denke ich. Eine Regel, das heißt die 5-Sekunden-Regel. Vielleicht hast du über das gehört. Das ist ganz populär im Conversion Optimization. Die 5-Sekunden-Regel ist die grundlegenden Richtlinien einer Website besagen, dass ein neuer Besucher innerhalb von nur 5 Sekunden wissen sollte, worum es auf der Website geht, wer die Zielgruppe ist, was die einzigartigen Verkaufsgründe sind, was die Besucher als nächstes tun und warum die Website vertrauen kann. Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dem Schaffen einer großartigen Benutzerfahrung und dem Aufbau von Vertrauen beim Benutzer. Ich würde gerne jeden Zuhörer bitten, die Website sweetwater.com zu besuchen und so tun, als ob du eine E-Gitarre kaufen möchtest. Achte darauf, wie oft die Website zeigt, wie sehr man ihr vertrauen kann. Sie zeigen Vertrauenssiegel, viele Geschichten, ihre einzigartigen Vertrauensgründe, fantastische Bilder, Produktvideos und vieles mehr. Also, sweetwater.com ist ein tolles Beispiel. Ja, also me mega wichtiger Tipp. Wir dürfen ja bei jedem Schritt, ja, also ich sage sogar, bevor dass die Menschen eine Webseite besuchen, dürfen wir uns immer so die Reise bis zum Kunden oder bis zum Abschluss oder vielleicht sogar noch viel länger, also wie der ganze Lebenszyklus der Kunden dann ist bei dir, vorstellen und jeden einzelnen Schritt herausarbeiten, um sich dann immer wieder zu fragen, was bringt es dem Kunden oder dem Interessenten, wenn er diesen Schritt tut? Ja, also da geht es ja los, wenn er zum Beispiel auf deinen Instagram-Kanal kommt. Warum soll
diese Person dir jetzt folgen? Was hat sie eigentlich davon? Und genauso kann man das bei jedem einzelnen Schritt ja durchziehen. Wenn die Menschen auf deine Webseite kommen, soll in der Headline natürlich sofort ersichtlich sein, was habe ich jetzt eigentlich davon als Besucher? Und warum sollte ich den nächsten Schritt gehen? Warum sollte ich mir die Subheadline durchlesen? Warum sollte ich mir die Bullet Points durchlesen? Warum sollte ich mir das Video ansehen? All diese Schritte sich immer so penibel wie möglich herunterbrechen und sich dann immer zu fragen, okay, wenn jetzt ein Besucher auf meine Seite kommt, auf meine Webseite kommt, wie schaffe ich es, dass ich es sofort in der Headline so kommuniziere, dass die Menschen dann auch den nächsten Schritt gehen und quasi weiterlesen oder sich das Video ansehen, was auch immer dann auf der Webseite auch passiert. Also immer jeden einzelnen Schritt zu fragen, was hat der Kunde eigentlich davon oder der Interessent eigentlich davon, dass er den nächsten Schritt geht. Mega wichtiger Punkt. Genau, weil man will nicht, dass die verschiedenen Besucher verwirrt sind. Ganz einfach. Genau. Okay, so die letzte Tipp ist Konzentration auf nur einen Marketingkanal. Kenne deine Zielgruppe und ihren täglichen Weg im Internet und finde heraus, wo du ihr erster Ansprechpartner sein solltest. Stelle sicher, dass du zu Beginn nur an einem Marketingkanal arbeitest. Sonst bist du zu sehr abgelenkt. SEO wird am allgemeinen als die kosteneffektivste Methode betrachtet und ich empfehle es anfängen, weil es der billigste Kanal ist, speziell mit ChatGPT. Und klare Regeln befolgt, ohne so sehr von Popularitätswettbewerben anhängig zu sein, wie den sozialen Medien oder dem Geld, welches man bei Google Ads zahlen muss. Es gibt jedoch drei Dinge, die du über SEO wissen solltest. Nummer eins ist, auch wenn du eine enorme Anzahl von Blogposts mit wirklich hochwertigen SEO-optimierten Inhalt schreibst, solltest du in einem wettbewerbsintensiven Markt in den ersten 6 bis 9 Monaten keine Resultate erwarten. Zweitens, google immer das Keyword oder die Phrase, für die du ranken möchtest. Sieh die die Top 3 Ergebnisse an und frage dich, was kann ich auf meiner Website tun, um die Besuchern ein besseres Erlebnis zu bieten? Und drittens, konzentriere dich immer darauf, den Website-Besuchern Werte zu vermitteln und die Informationen, die du gibst, so einfach wie möglich zu verstehen, zu geben. Was denkst du, Andreas? Ja, also mega wertvoll und das ist der letzte Punkt, der letzte Tipp, der passt ja eigentlich genau zu unserem heutigen Thema, also wie die Einleitung war, dass man ja ganz, ganz viele Dinge jeden Tag hört, was man machen soll. Ja, also du sollst jetzt Social Media, du sollst jetzt Instagram verwenden und dort Reels teilen, du musst TikTok machen, du musst E-Mail-Marketing machen und alles hat ja seine Berechtigung. Alles ist ja richtig und auch wichtig, aber du kannst nicht alles machen auf einmal, ja, sondern genau wie du jetzt beim letzten Tipp erwähnt hast, also wirklich sich einen Weg zu suchen, ja, der was für einen auch passt, ja, da wo man auch gerne Zeit und Energie investiert, genau wie du jetzt sagst, also eben das Thema Suchmaschinenoptimierung, dass man wirklich hergeht und auch mal ein paar Monate investiert, ja, das finde ich sehr, sehr gut, dass du das auch betont hast, dass die ersten Monate nicht wirklich Ergebnisse bringen, aber es dann danach läuft, ja, und funktioniert, wenn man dran bleibt. Und das ist, finde ich, überall, in jedem Business-Bereich ist es ja so, dass viele zwar draußen so suggerieren, ja, dass man schnelle Ergebnisse hat und wenn möglich sogar über Nacht viel Geld verdient, ja, aber das ist alles Blödsinn, ja, also es gibt keine Abkürzung, die beste Abkürzung ist, keine Abkürzung zu suchen, sondern die Dinge umzusetzen, seinen Kanal zu finden und auch wirklich dann, Zeit, Energie, Geld
zu investieren, um dann dort natürlich auch voranzukommen. Und ja, finde ich mega cool. Also top. Das denke ich auch, weil am Anfang, die erste Jahr oder zwei, oder vielleicht drei, dann denke ich, oh, das jetzt SEO geht nicht, so das, dann kann ich SEM probieren oder E-Mail-Marketing. So, ich habe nicht alles ganz tief gelernt, aber ich habe viele verschiedene Sachen gelernt. Und das bedeutet, ich habe nichts sehr gut gelernt. So, das ist, warum ich immer rekommendiere, du musst nur am Anfang nur einen Marketingkanal lernen. Definitiv. Ja, Fokus ist einfach alles. Ja, mega cool. Also herzlichen Dank für deine 10 Tipps. Ja, ich hoffe, alle, die was jetzt zugehört haben oder auf YouTube dabei sind, dass ihr mitgeschrieben habt. Ja, sonst einfach nochmal ansehen. Und jetzt kommen wir zu meiner vorletzten Frage. Die stelle ich halt auch gerne, weil du hast uns jetzt 10 Tipps mit auf den Weg gegeben. Aber wenn du jetzt nur einen einzelnen Tipp uns mitgeben dürftest, was wäre das für ein Tipp? Ja, so mein größtes Tipp ist, du solltest klare Ziele und eine Roadmap für dein Geschäft und dein Leben haben. Etwas über das die Leute nicht sprechen ist, dass du auch eine Strategie haben musst. Damit meine ich, dass du planen musst, wie du reagieren wirst, wenn etwas Schlechtes passiert. Sieh mich als Beispiel. Ich wusste vor 6 Jahren, dass ich in der Schweiz im Bereich digitales Marketing arbeiten möchte, obwohl ich kein Wort Deutsch sprach und nicht einmal wüsste, was SEO oder SEM ist. Es scheint ein unmögliches Ziel zu sein, wenn ich keine Roadmap erstellt und darüber nachgedacht hätte, wie ich reagieren würde, wenn es nicht so läuft, wie ich es möchte. Habe ich meinen Abschluss gemacht, Berufserfahrung gesammelt, sogar Programmierkenntnisse erworben. Und jetzt bin ich endlich bereit, meine Koffer zu packen und mein Ziel zu erreichen. Ja, ja, mega cool, ja. Definitiv ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man auch das immer dazu sagt. Viele sagen da draußen, sollst du große Ziele machen, aber nur große Ziele zu machen, ist zu wenig, sondern du darfst dir eine Roadmap, wie du gesagt hast, also einen Plan machen, wie du dorthin kommst. Weil was wird passieren, wenn du nur große Ziele machst? Dann hast du irgendwie einen Fixstern, so wie bei dir zum Beispiel, also dass du in die Schweiz auswandern möchtest und dort halt eben im Marketing arbeiten möchtest. Aber wenn du die Steps dazwischen nicht kennst, ja, also was muss ich jetzt erreichen, was muss ich als nächstes tun, in was für eine Richtung muss ich reingehen, was muss ich lernen, dann wird der Weg immer ganz weit weg sein und du wirst irgendwann mal keine Motivation mehr haben, dorthin in die Richtung zu gehen. Und wenn du aber einen genauen Plan hast, dann hast du Zwischenziele, dann weißt du, was der nächste Step ist und deswegen wirst du auch viel, viel eher am Ball bleiben und auch wirklich dein Ziel, dann dein großes Ziel auch wirklich zu erreichen. Genau, die Zwischenziele sind wie wichtig wie die Endziele. Ja, genau. Ja, mega cool. Ja gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wann jetzt jemand sagt, hey, den Martin, den möchte ich besser kennenlernen oder mit dem zusammenarbeiten, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was ist da der beste Weg? Ja, so Sie können mich einfach auf LinkedIn finden. Ich bin dort sehr aktiv. Schickt mir eine Nachricht. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und darauf, meine Deutschkenntnisse zu erweitern. Mega cool, ja, sehr, sehr fein. Also wir werden das natürlich gerne, den LinkedIn-Kanal gerne auch in den Shownotes verlinken, damit die Menschen dann auch natürlich so schnell wie möglich auf deine Seite kommen und auch mit dir in Kontakt treten können. Also ich kann es auf alle Fälle weiterempfehlen, sehr, sehr wertvoll mit ihm ein Gespräch zu führen. Man hat es ja jetzt heute schon gehört, wie viele Tipps uns der Martin da mitgegeben hat. Und ja, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und ja, dir schon mal einen schönen Tag und allen anderen, die was jetzt zuhören, zusehen, auch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das gerade anhört. Bis bald. Ciao.